Alter! Alter! Die Mucke, Alter! So. Wir bin jetzt Deutschland, Berlin, worauf ich so fett gehypt schon war und bin mega fett. Berlin sieht halt jetzt für mich eigentlich nicht so aus. Ich hätte es zuerst auch gedacht, wir sehen vielleicht sogar das Brandenburger Tor oder so, ja. Das wäre nice gewesen. Ich dachte, sehen wir. Das spielt vielleicht dort irgendwie um den Dreh. Aber nee, anscheinend in einem Club. Und hier ist nochmal das Krasse für die Leute, die es nicht wussten, ja. Es ist krass. Ihr seht's hier. Ja, was ist das hier alles? Hitman, fucking Hitman 1 und 2. Wir können also, außer die Leute haben sogar auch Hitman 1 und 2 schon drauf. Dann müsste es ja natürlich logischerweise eigentlich auch schon gehen. Könnt ihr das schon alles spielen? Auch noch in VR. In VR. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich aber auch noch machen, auf jeden Fall, einfach ein Pack dazu kaufen, dass ihr das alles freischaltet. Ja, die Sachen allein auch schon Malediven, Alter. Malediven in VR anschauen hier, ey. Alter. Und die ganzen anderen Level, die ihr vielleicht so mal so schon gezockt habt, könnt ihr nochmal alle in VR besuchen und ist nochmal alles ein bisschen was anderes, ja. Ihr könnt das alles nochmal in VR zocken. Alter. Also, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich dachte ja, Hitman 3 ist dann im VR, aber dass sie nochmal rückläufig auch für die anderen beiden Teile das machen und dann alles so mit der schönen Optik und alles, ja? Krass. Krass. Ich habe sogar letztens hier nochmal auch Hitman 2 das hier gespielt, die Mission. Und wenn ich mir vorstelle, die jetzt nochmal in VR, das ist nochmal was ganz anderes, ja? Du siehst es alles vor dir. Es spielt sich alles vor deinen Augen ab. Heftig. Also da muss ich auch nochmal sagen, dafür auch nochmal fette Props, Alter. Geht nochmal raus. Dass die das auch noch dazugehauen haben. Klar, man muss nochmal extra was bezahlen. Aber man muss es selbst wissen für sich, ob es einem wert ist dann oder nicht. Oder also man sagt, es reicht mir hier, das nur bei Teil 3. Aber ich glaube, die einen oder anderen wären auch schon heiß drauf, die ganzen alten Dinger alle auch nochmal in VR zu zocken. Ja, ich werde auch Intro oder so, oder wenn da Szenen kommen, die weghauen, überspringen, damit ihr an erster Stelle natürlich auch nicht und ich selbst auch nicht gespoilert werde, weil ich habe noch auch sowieso noch ein bisschen was vor mir. Und ich will mich und euch gar nicht spoilern, sondern einfach nur mal gucken, die Karte, die Map, nur mal schauen, so den Eindruck erhaschen, wie es so ist einfach dort, ja. So, also, ihr seht jetzt meine allererste Reaktion darauf. Ich habe wirklich vorher nur VR-Tutorial gezockt und das Training, ja. Nur Training gemacht. Oh ja, bei VR, da kann man mal einfach mal so ballern mit der Waffe um die Ecke, ohne hinzugucken, ne. Oder wenn ihr mal so was sehen wollt, so über die Ecke mal so erhaschen Blick, falls ihr mal so spioniert, ist ja sonst so auch nicht möglich groß, ja. So habt ihr mal den Blick genau aus der Ich-Perspektive um die Ecke, um den Winkel rum. Ich überspringe, damit nichts gesehen wird. Okay, warte mal. Warte mal, ich warte mal ganz kurz. Ja, okay. Die Tankstelle war gerade gleich unschärfer. Man hat gemerkt, aber wie immer mit so einem Pups. Was heißt so ein Pups? Immer so wie so ein. Immer so ein leichter Schlag kam und das immer schärfer wurde hier alles. Ein bisschen langsam. Tankstelle. Die Zahlen kann ich jetzt nicht erkennen. Könnt ihr die erkennen? Ich glaube, ihr auch nicht, oder? Die kann ich jetzt nicht erkennen. Die sind leider. Die kann ich nicht lesen. Tankstelle an sich, also die Beleuchtung oben ist jetzt nicht haarscharf. Aber auch hier auf der Straße alles super. Hier ist also die Bushaltestelle. Mhm. Aber geiles Feeling.
Und was manche Spiele wie VR-Games ja nicht haben, was hier man genau braucht und was Hitman wieder mal richtig gemacht hat, ja, auf seiner Laufbahn. Du siehst einfach alles. Ich sehe meine Füße, ich sehe meinen Oberkörper, ich sehe meine Arme, nicht nur meine Hände. Einfach richtig gemacht. Absolut richtig. Mülleimer. Und ja, läuft alles. Also man kann sich super umdrehen. Hier sehe ich sogar am Boden eine Spiegelung, auch in VR. Ja, hier leicht, auch hier an der Flüssigkeit, hier das Wasser. Ich sehe sogar, wie das Wasser sich bewegt, sogar. Ja. Und ja, ist so, als wenn ihr normal zocken würdet. Einfach, ja. Das ist einfach der Vorteil. Mit dem Move-Controller nicht irgendwie, ah, dann muss ich mir merken, jetzt da laufe ich nach vorn, da drehe ich mich. Hier ganz normal, einfach normal drehen, wie immer. Alter, die Musik. What the fuck, werde ich gerade verfolgt? Ich habe Angst, dass Jason jetzt gleich hier irgendwo aus dem Gebüsch kommt, Alter. Ist ja ein Horror-Game. Salat. Na okay, das Neonlicht ist sowieso an sich komisch, aber es geht. Die Zahlen? Ja klar, erkenne ich ja jetzt normal. Ab wann erkenne ich ihn nicht mehr so? Jetzt sind sie leicht unschärfer. Jetzt sind sie immer doller gerade unschärfer. Jetzt kann ich langsam, jetzt kann ich es nicht mehr lesen so ganz. Ja, hier kann ich es schon lesen natürlich. Herzlich willkommen. Aber auch trotzdem so im Allgemeinen die Objekte, die so vor einem sind. Du erkennst es halt. Du weißt, wo du gerade stehst. Du realisierst es. So. Berlin. Deutschland. Wir sind da. Also. Das Gebäude, das Graffiti da hinten sehe ich leider verschwommen. Ja, aber es wird sich, je näher wir rankommen, wird sich das in VR schärfen. Ist ja jetzt auch nicht dafür gemacht, dass hier vielleicht jetzt der Wald und so auch krass aussieht und so, sondern eher, was da drinnen abgeht. Guck mal, da, aber ich sehe schon eine Schlange. Hier ist aber auch jemand. Wir haben hier zufällig ein Messer bei. Warte mal, ich will mal hier noch gleich was mitmachen. Hier sind Bäume. So, alles klar, da sind wir immer. In Berlin! In Berlin! Ich hab's mir halt wirklich anders vorgestellt, Berlin, dass wir vielleicht hier direkt denn vor einem Brandenburger Tor stehen oder sowas. Aber Berlin ist ja auch groß und riesig und Berlin besteht nicht nur, wie manche denken, aus Hochhäusern und nur Stadtleben und alles voll mit Häusern und nur Stadtlife, ne? Citylife. So, und Berlin hat auch sehr schöne, viele Ecken im Grün, ja? Hat sehr viele grüne Orte mit Wäldern und alles. Also ja, die einen oder anderen denken ja meist immer, Berlin besteht wirklich nur aus Partystadt. Aber es hat auch viele schöne Ecken. Ja, auch Wälder und alles. Was, das war nur Graffiti? Mit der Schlange. Entdecken Sie Berlin. Ja. Naja. Ja, jetzt ist natürlich das Haus. Und hier ist Graffiti und alles, jetzt sehe ich es. Natürlich. Aus der Entfernung da ganz hinten war es halt nicht so scharf. Oh mein Gott, ist halt so. Hey Leute! Leute, könnt ihr mich durchlassen? Hier, ihr seht das wieder. Zack, da ploppen sie auf, aber mein Gott. So, könnt ihr mich da durchlassen? Hey, durchlassen! Ich muss hier durch. Ah, Platz da. Ist ganz normal in Berlin so. Ja, kann ich mal durch? Oh. Unbefugtes Betreten, warum? Och man, muss jetzt hier warten. Darf ich? Hallo? Kann mal jemand hier vorangehen? Ich würde gern im Eingang durch. Was? Ich kann die da nicht rein? Oha, was ist das denn? Kann ich mich anziehen, wie jemand bestimmt ist? Damit ich reinkomme? Huh?
Was war denn da? Hä? Ist ja komisch. Okay, now come on, who's doing that? Keine Ahnung, vielleicht ich. Okay. Okay. Why does this shit just keep on happening to me? Ja, ich weiß auch nicht, mein Freund. Kann ich mich wieder anziehen? Kann ich nicht? Tut mir leid, mein Freund, das war jetzt voll umsonst. Tut mir leid, hab noch eine schöne Feier. Oh Gott. Alter. Ist ganz normal in Berlin. Oh shit. Okay, ey, erstmal überhaupt reinzukommen. Oh shit. Okay, jetzt hier rein. Okay. So, jetzt sind wir hier. Hier ist sogar Garderobe, Umkleide. Wir wollen ja auch mal vorankommen. Warte mal, wo geht's hier? Okay, da geht's dann rein anscheinend. Oh, scheiße. Also wir können uns ja bei Menschenmengen verstecken, falls uns jemand erkennt. Toiletten. Ja, typische Berliner Toilette. Ja, ja, ja genau. Ja, so kenne ich's. Immer in der Disco, ja. Ja, passt. Ganz genau, richtig gut, ja. Also gut dargestellt. Das hier auch? Ja, ja, ja. Doch, ja. Hallo? Guck mal, alle müssen auf Toilette hier. Was ist mit den Leuten los? Einfach mal aufschließen. Ach komm, wir wollen nicht übertreiben, oder? Jetzt? Der hat Münzen bei da. Ja, so mal gucken. Hä? Was ist denn hier los? Hey, what are you doing? Kann man hier so abgeben? So, ah ja, warte, ich muss hier kurz. Ah. Hier meine Jacke. Oh, jetzt habe ich ja Bock auf Party immer. So. Guten Tag. Okay, da ist ein. Da drüben sind Toiletten. Und Stuff Only. Jagd. Ups, ich habe vorhin was Doofes gemacht. Aber ist egal. Man kann ja auch untertauchen bei Menschenmassen und so. Okay, ich glaube, hier sind wir schon ganz richtig. Ah, können wir vergiften? Okay. Oh, dann gehen wir mal hier runter, hier immer. Und hier halt auch, wie gesagt, aber auch keine Kanten, die flimmern oder so, ne? Alles super. Bin so gespannt. Jetzt gleich da drinnen, Alter. Im Licht und alles. Nice. Warte mal, ich muss mal lauter machen bei mir. Oh, viel besser. Alter, die Mucke. Alter, ihr müsst die Musik auf ganz laut machen. Bei euch im Headset. Alter. Können wir uns auch tarnen? Alter. Alter. Die Mucke, Alter.
Wuhu, ich bin durch! Haha! Okay, let's go, Leute! Ey, ihr müsst wirklich die Musik, wenn ihr VR spielt, ihr müsst es ganz laut drehen. So laut es nur geht. Alter, man ist einfach hier. Moin. 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 Was geht? Alter. Heilige Scheiße. Oh, die Menschenmassen. Aus dem Weg. Alter, und der, ey, der Controller vibriert im Takt. Alter. Boah. Alter, vor allem halt die Mucke ist auch geil auf dem Ohr. Der Sound, wie der reinschallert. Willkommen in Berlin, Hammer! Alter! Wie man immer so beim DJ sein will, so, ja! Oh, oh, jetzt kommt wieder hier Wechsel! Alter! Boah! Nice! Alter! Aus dem Weg! Hey, Problem oder was? Problem? Was ist hier los? Hast du ein Problem? Oh nein! Ich wollte dich in Panik versetzen! Nein! Oh Gott! Ah! Hilfe! Ich muss auch weg! Was ist denn mit ihm los? Nein! Hey! Schieß in die Menge, ey! Bist du noch ganz dicht? Oh. Ups. Weg hier. Was ist das denn? Das war eine Spritze. Moderne Giftspritze, tödlich, Alter. Alter, krass. Oh. Alter, mies. Auch die Uzi ist ja krass, Alter, im Feeling. Nice. Okay, habe ich nicht gespeichert. Scheiße. Alter. Alter, sobald wir hier drauf sind, vibriert der Controller. Sobald wir auf der Tanzfläche sind, vibriert er. Alter, ist das fett. Ey, ist wirklich wie, ihr seht mitten in der Disco drin. Mit der Mucke. Alter.
Alter, ist das nice. Boah. Und jetzt vibriert wieder der Controller. Nice. Alter. Also wie gesagt, ey, Mucke ist eins der geilsten Sachen noch. Boah, Alter. Einfach geil, Mann. Hammer. Alter. Dup, dup. Alter, einfach geil, Mann. Diese Mucke, Mann. Du bist einfach alleine oben und hörst schon den Sound und willst unbedingt runter. Du willst dahin. Alter, jetzt wieder der Controller. Jetzt vibriert hier wieder. Immer nur, wenn der Bass kommt. Alter. Jetzt wieder, der vibriert dauernd mit dem Bass. Das ist geil. Das ist geil. Boah. Einfach Hammer. Was so mit der Menschenmasse so? Oh Gott! Zur Menschenmasse so zu laufen. Jetzt sieht's leerer aus, weil wir zu weit weg sind. Heftig, Alter. Also ihr habt's gesehen. Wenn ihr mich jetzt so fragt, also für mich hat es sich gelohnt, das Spiel auch extra zu holen. Und ich werde, glaube ich, auch noch sehr viel Spaß damit haben, mit dem Game. Weiterhin. Und wenn ihr mich fragt, was ich lieber zocken möchte, so oder ganz normal, kannst du vergessen. Lieber VR. Ey, guck mal, ich stehe hier drinnen und guck mir alles an und stand gerade dort auf der Tanzfläche, hab die geile Mucke gehört, den Sound, den Bass gespürt und auch gesehen eigentlich. Den Bass kann man eigentlich nicht sehen, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat's gefühlt, wenn man da drinnen steht. Warum ist eigentlich die Tür hier offen jetzt gewesen? Alter, also wirklich heftig geil. Also ich find's für mich, ich fand's geil. Mega. Einfach mega. An der Stelle. Aber ich glaube, im Endeffekt vom Fazit hier,
meckern kann man immer über alles. Ja, wie das mit den Menschen, dass sie erst so später, ich sag jetzt mal, aufploppen. Oder, oh, die Grafik, ich würde sie gern vielleicht noch schärfer lieber haben. Oh, ich bin enttäuscht. Man kann über alles meckern im Leben. Man kann über alles meckern. Und das muss ich sagen, von meiner Meinung aus, was ich hier alles sehe in dem Game, so die Grafik, das Bild, alles so für... Und was man alles machen kann, das Feeling, eine Art Open World mäßig, ja. Hammer. Bombe. Rutscht automatisch gleich... Als es jetzt sofort rausgekommen ist, das Game, rutscht es gleich mit nach oben zu Blood and Truth. Zur Platzierung. Einer, die teilen sich den ersten Platz. Und vor allem, weil wir bei Blood and Truth war ja eine Story, die du mitverfolgen musstest. Und hier bei Hitman machst du deine eigene. Ja? Du kannst selber entscheiden, was du tust. Oder hast auch noch 1000 Wege. Du kannst das Level nochmal spielen und nochmal anders machen. Und wie ich ja erzählt hatte, du kannst halt wirklich... denn in die Menschenmenge gehen und jetzt zum Beispiel da auch wild rumballern. Ist auch heftig, ey. Was du alles für Möglichkeiten hast. Und musst ja nicht unbedingt böse Absichten haben. Kannst ja auch mal vielleicht, vielleicht als Ablenkungsmanöver, ne? Ein bisschen Chaos stiften, dass alle rumrennen und ja. Das war mies, oder? Alter, das war mies. Die Waffe extra fallen lassen, er wundert sich, dreht sich um und dann die Faust ins Gesicht. Bam, Alter. Wir sind so krass, Alter. Ich schwör auf alles. Hey, what the hell? Shit, man, wie kann das denn sein? Ich bin Auftragskiller. Hi. Alter, seht ihr, was ich meine? Einfach diese Waffenführung auch. Auftragskiller. Einfach heftig. Moin, heute begleite ich Sie. Haben Sie Garderobe? Hallo? Hey, nicht stören. Ich bin gerade hier bei der Garderobeverteilung. So, jetzt können Sie Ihre Garderobe abgeben. Haben Sie irgendwas, Jacken oder irgendwas anderes? Brauchen Sie irgendwas? Müssen Sie irgendwas abgeben? Hallo, ich frag Sie was. Ey, nicht stören. So, was haben Sie denn jetzt? Für Garderobe oder so? Oh Gott, ich muss mal kurz abhauen. Bam. Ich bin Auftragskiller. Hinter dir. Du hast keine Waffe, oder? Du bist keine Bedrohung. Du auch nicht. Okay, alles gut. Moin! Alter, tut mir leid. Tut mir leid. Einfach dieses, wer guckt mich an, nicht so. Moin! 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 Also, jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall erstmal ein eigenes Bild zumachen. Ja, wie ihr es findet. Wie euer Eindruck ist. Von mir, meiner Seite aus. Spitze. Spitzenklasse. Besser gesagt, ich find's Hammer. Es ist für mich ein Game, das ich totsuchten könnte. Ja. Wo ich nur dran sitzen könnte. Hab ich ja schon alles gesagt. So viele Möglichkeiten, so viel Potenzial auch, was man alles machen kann. Oh, Entschuldigung, bin im Mikro gekommen. So viel Potenzial, was man alles machen kann und unglaublich. Ich würde es persönlich, weil ich ja erzählt habe, dass andere was erzählt haben über ja, Blood and Truth oder vielleicht sogar noch besser als Blood and Truth. Ich persönlich würde es auf jeden Fall mindestens gleichstellen mit Blood and Truth. Ja? Im Insgesamten alles zusammen. Ja? Von der Qualität, Inhalt. Wenn ich sogar fast auch schon
drüber stellen, weil man halt einfach dieses Open-World-Feeling hat und selber auch entscheiden kann, was man tut, ja. Also es ist keine Storyline, die strikt einen Pfad durchweg geht, wo du gesagt bekommst, was du zu tun hast, theoretisch, sondern du kannst selbst entscheiden, wie gehe ich was an, was mache ich, was tue ich, wo gehe ich lang, welchen Weg nehme ich oder wie gehe ich allgemein vor. Und das kannst du auch noch öfter bei einem Level auch machen, ja, kannst auch Herausforderungen abschließen. Und du hast so viele Möglichkeiten. Es steht an dir, ein Riesentor steht dir auf. An Möglichkeiten, ja. Also, Bewertung von mir, persönlich absolut 10 Punkte von 10. 10 von 10, aber komplett. Ja, es klingt krass, aber wirklich 10 von 10. Geiles Game. Ein VR-Game, was man haben muss. Das ist ein absolutes Muss. Das muss man haben, wenn man ein VR-Fan ist. Meiner Meinung nach. Also, überwältigt, begeistert. Und falls ihr ein Let's Play von sehen wollt, irgendwie, ja, wo wir zusammen gemeinsam Missionen machen, dann sagt einfach Bescheid. Ja, hör mal. Und ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und vielen, vielen Dank für alles, dass ihr immer am Start seid, dass ihr zuschaut fleißig. Und ja, wir hören und sehen uns vielleicht wieder, ne? Gut, haut rein, macht's gut und ciao.